Duia Maria Mancinelli und David Soccio. Sie bringen italienisches Opernflair auf Wiel. Ihre gewaltigen Stimmen hallen ab heute beim Verdi Open Air durch die Äbti statt. Und die beiden Profisänger fühlen sich hier schon richtig heimisch. Sie wohnen nämlich lieber bei der Regisseurin daheim als im Hotel. Christoph Faust hat Solisten bei der Generalprobe begleitet und bietet uns einen Einblick ins Venedig von der Ostschweiz. Die perfekte Opernkulisse bietet in diesen Tagen die Villa Altstadt. Am Verdi Open Air versprühen zwei Opernprofis aus Italien internationales Flair. David Soccio und Duia Maria Mancinelli kennen die grossen Bühnen der Opernwelt. Jetzt tauschen sie die mit der von Wiel. Während ihrem zweiwöchigen Gastspiel wohnen die beiden bei der Regisseurin daheim. Star-Allüren haben sie dabei keine. Ich fühle mich hier so, als ob es mein Zuhause wäre. Es hat sich eine tiefe Freundschaft entwickelt. Mittlerweile kenne ich auch schon die ganze Familie, sogar die Kinder und Enkel. Es ist wie eine zweite Heimat für mich. Das Zusammenleben unter dem gleichen Dach sei sogar sehr praktisch für den kreativen Austausch untereinander. Zu Spannungen zwischen Sänger und Regisseurin kommt es dabei nicht. No, è inusuale, vero? Nein, im Gegenteil. Ich bin froh um die Erfahrung. Die Atmosphäre ist sehr professionell, sodass man zwischen Privatem und Beruflichem ohne Probleme unterscheiden können. Das hat mich sehr beeindruckt. Ci sia nessuna difficoltà, nessun peso, assolutamente. Die gute Stimmung sei auch notwendig, sagt Hausherrin und Gesamtleiterin vom Verdi Open Air, damit es auf der Bühne gut tönt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, weil eine Stimme, die ist hörbar, wenn es einem nicht gut geht. Zurück an der Generalprobe zeigt sich, ob die italienischen Sänger nicht nur daheim, sondern auch auf der Bühne harmonieren. Die kritischen Augen und Ohren der Regisseurin müssen nicht nur sie sich stellen, sondern auch die Wieler Solistin Nicole Bosshardt. Sie freut sich immer wieder aufs Neue, vor dem heimischen Publikum aufzutreten. Das erste Mal war ich dabei im Chor, das zweite Mal als Chorsolistin. Und dann hat es immer wieder ein bisschen etwas dazugegeben. Und so durfte ich eigentlich mit der Verdi-Klassiker ein bisschen wachsen und ja, einfach dazulernen. Das erste Mal zu Wiel ist es für die italienische Gesangskollegin. Sie lebt nicht nur von der Musik, sondern auch für die Musik. Die Schönheit, die Magie der Musik, das berührt mich immer wieder. Es ist etwas, das von ganz tief in mir kommt. Ich fühle mich auf der Bühne sehr glücklich. Die Generalprobe ist schon mal mit Bravour bestanden. Nach der Premiere vom heutigen Freitagabend finden noch 5 weitere Aufführungen statt. Musikalisch geht es auf TV weiter, und zwar mit einer Sängerin, die ebenfalls eine gewaltige Stimme hat. Ja, neben der opulenten Verdi-Oper ist ein Musical eine leichte Brise. Aber nicht zuletzt hat St. Gallen immer wieder ein Erfolg. Bei uns in der Sendung die böse Haushälterin aus dem Hit Rebecca, der Musicalstar Maya Hackford. Und Linda Gwerder wird uns im Wetter sagen, dass das Wochenende nicht mit bösen Überraschungen aufwartet und definitiv nicht haushälterisch mit der Sonne umgeht. Bis nachher.